Non riesco a capirlo, però è quello che sta capitando in questi ultimi anni, perché sempre più ci si è verso Das Problem ist, dass die Menschen eben nicht mehr als Menschen gesehen werden, sondern als Ware oder als Ding, das man einfach von hier nach dort schieben kann. Das passiert momentan sehr stark in der Krise, das Ganze hat sich verstärkt durch die Krise, und es passiert überall in Europa, nicht nur in Deutschland. Das heißt, die Unternehmen wollen ihre Profite haben, denken nicht an langfristige Perspektiven und schieben einfach die Arbeitnehmer rum, wie sie wollen, und wie gesagt, sehen sie nur noch als Produktionsfaktor und nicht mehr als Menschen an. Dafür müsste man in Europa auch mal eine Politik schaffen, die den Mensch wieder als Mensch sieht und nicht einfach nur als Arbeitsfaktor, als jemand, der Geld reinschwemmt in die Kassen der multinationalen Konzerne. Und dafür müssen wir in Europa auch gemeinsam auftreten, sodass, wie gesagt, der Mensch wieder als Mensch gesehen wird. Ogni paese ha le sue preoccupazioni, i suoi indebitamenti, le sue preoccupazioni. Però bisogna che il genere umano, la persona, sia più rispettata. Cosa che adesso ultimamente non c'è. Il profitto ci sta portando fuori dai binari della storia normale che abbiamo sempre avuto in Europa.